Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir. Ich habe gerade eben meine Aufnahme verloren. Also nicht Aufnahme, einen Spielstand verloren. Ja. Ich habe kurz nachgespielt. Ich kann ja kurz das zeigen. Level 22, Level 33, Level 35. So, als Entschädigung für mich selbst, was ich jetzt verloren habe, habe ich hier noch extra Level dazugegeben. Also, es waren ja immer ein OPP, aber egal. So, also weiter geht's jetzt. Die anderen Trainer habe ich jetzt nicht besiegt, hatte ich jetzt keine Lust zu. Ich habe einfach Sonderbonbons gefüttert. Hat ungefähr 2 oder 3 Minuten gedauert. Kann ich mitleben? Kann ich auf jeden Fall mitleben. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Hat auf jeden Fall Knöscher gelernt. Ich habe Sand. Wurf oder so ähnlich, wie die Attacke heißt, eben verlernt. Und ja, ich hoffe jetzt sehr stark, dass irgendwer Kaskade lernen kann. Leider nur Kyogre. Da muss ich Hydro-Pumpe verlernen. Naja, ganz ehrlich. Ah, ich habe ja noch Body Slam. Ach ja, das habe ich ja vorhin schon gemacht. Ah, ja, okay, ich habe gerade falsch gedacht. Das macht die ganze Sache natürlich besser. Ein riesiger Wasserfall. Und auf geht's nach Prachtpolis City. Und okay, das hat sich schon geladen, keine Ahnung. Genau. Jetzt wird auf jeden Fall geheilt und jetzt geht's los. Also diese Folge mit der Siegesstraße. Mal kurz die VMs durchschauen. Schneider brauche ich nicht, Fliegen brauche ich nicht, Surfer habe ich, Stärke müsste tanken können, genau. Blitz brauche ich, glaube ich, auch nicht, Zertrümmerer brauche ich, Taucher brauche ich nicht, Zertrümmerer muss ich beibringen. Ah, Zertrümmerer kennst du schon. Okay, dann bin ich ja gewappnet. Genug Schutz habe ich dabei. Also ich hoffe, dass ich genug Schutz dabei habe. Bin ich falsch. Schutz. Und los geht's. Der Siegesstraße. Ich bin schon ein paar Mal durchgerannt. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich das Spiel ein paar Mal durchgespielt habe. Es ist halt schon eine Weile her. Also das letzte Mal, als ich es durchgespielt habe. Und es geht schon los, Level 44. Ich bräuchte echt mal was gegen Pflanzen-Pokémon. Wie ich immer wieder den Satz neu angefangen habe, nur weil ich da reingetappt bin. Keine Ahnung. Nein! Mist. Halte ich das Ganze aus? Ja, ich probiere es einfach. Ich wollte ja den Controller ein bisschen weiter weghalten, damit man es nicht so stark hört. Komm schon. Nein, komm, das ziehst du jetzt nicht ab. Zuerst Grasflöte und dann die ganze Zeit Giga. Halalala. Ich hab was gegen Pflanzen-Pokémon. Warum fällt mir das jetzt erst auf? Ja, ich will auf jeden Fall noch aufwachen. Mann. Okay, es ist sinnlos. Es ist sinnlos, was ich hier mache. Ich gebe dann einfach einen Hyperheiler nach dem Kampf. Das ist, glaube ich, deutlich effizienter. Aber wie lange ich auch schlafe?
Aber ich hab's ganz vergessen. Ich habe ja doch was gegen Pflanzen-Pokémon. Lockduft ist jetzt vielleicht nicht das Beste, was du in dem Fall einsetzen kannst. Aber naja. Aber das Problem ist nur, dass es sehr effektiv auf mich ist. Und soweit ich weiß, gibt es keinen Pflanzentrainer in der Liga. Ne, müsste es nicht. Also müsste es nicht geben. Dein Kampfstil ist fantastisch. Okay. Blitz brauche ich anscheinend doch. Frage ist bloß, ob ich es auch ohne Blitz schaffe. Sieht bisher ganz gut aus. Das war eher schlecht. Wahrscheinlich. Naja. Hä? Alles klar. Ach, es schläft ja. Mann, ich denke auch an nix. Ja, zum Glück Schutzschild. Komm, bitte. Okay, die Runde hätte jetzt noch schlafen können, aber. Und wird's was? Direkt der erste? Leider nicht. Ulla. Dann eben nicht. Ja, geht das. Ja gut, hätte ich das gewusst. Diesmal passiert mir nicht sowas. Oh. Der Gedanke, dass ich der Pokémon-Liga immer näher komme. Ich bekomme Lampenfieber. Blitz brauche ich anscheinend doch. Dann werde ich nach dem Kampf mal beibringen. Dodri. Also Blitz ist wirklich die nervigste VM. Wer auch immer sich die ausgedacht hat. Ich meine, du kannst es als Attacke nicht mal richtig verwenden. Also man kann es sicher schon irgendwie verwenden, aber jetzt für den normalen Spieler ist die Attacke eher nervig. Naja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Stolrak. Nö, warum? Okay, ich bin fast tot, aber. Wie ignorieren wir das? Es regnet. Ich hab Hydro-Pumpe. Das hätte ich wissen müssen. Aber. Diesmal setze ich keine Hydro-Pumpe ein. Mann, schon wieder. Ja, super. Stolrak. Was soll das? Bitte. Bitte trifft jetzt Kyogre. Danke. Zum Glück. Ah ja, auf jeden Fall wechseln. Ich weiß halt nicht, ob es das wird. Hab ich's. Ach so. Ja. Falls sich jemand wundert, warum das mit dem Meisterball gefangen ist. Ich habe es ja nachgespielt und da war mir das ziemlich egal, in welchen Bällen sie sind. Da habe ich mir einfach Meisterbälle gecheatet. Das zieht aber ziemlich viel ab. Ist für so ein Mogelhieb.
Wunderwacke. Ach Mist. So ein Ninja-Turm mit Rollentausch. Oder halt Zombie-U. Beziehungsweise Zubiris. Ich hätte es ahnen müssen. Ich muss wirklich mit sowas rechnen. Ich meine, es ist trotzdem. Aber ich hätte es jetzt besiegt. Hä? Ah, zum Glück. Aber wen soll ich denn jetzt Blitz beibringen? Ganz ehrlich. Vielleicht jetzt Entwicklung? Komm schon. Ich glaube, es ist der 35 oder 37 oder 39, irgendwas in die Dreh. Hyperheilung? Hypertrank? Achso. Ich habe ja letzte Folge den Hyperheiler verwendet, den setze ich jetzt nochmal ein. TMVM. Blitz, 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 ja. Fritze könnte es lernen. Was sind das für Attacken? Ja. Ich glaube, ich würde besser kommen. Ja, okay. EV finden wir ja trotzdem, aber. Pokémon. Blitz. Das sieht doch schon mal deutlich angenehmer aus. Mal schauen, was. Ich hatte gerade irgendwas vor. Topschutz. Okay, Schutz wird noch. Ja. Das ist das Problem, wenn man sich das Rätsel vorher nicht angeguckt hat. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ah, nee. Ich komm halt besser, wenn ich mir hier noch was fange. Was ist das? Ich meine, die EV fehlen mir, aber. Nur weil du viele Orden. Genau. Es wird immer jemanden geben, der besser ist als du. Ja, damit müssen wir alle leben. Dass es immer einen besseren gibt. Und tot. Das reicht wirklich. Ich hatte ganz kurz Zweifel. Bulnona. Eigentlich habe ich noch zwei Teammitglieder. Der Rest ist mit dabei. Kann man wirklich so ausdrücken. Ich muss ja irgendwas ausgelassen haben damals. Wenn ich so underlevelt war. Ich glaube, ich bin an jedem Trainer vorbeigerannt, kann das sein? Ich meine, ich mache das jetzt immer noch, aber. Ja, ich glaube, hier muss man lang. Soweit ich das in Erinnerung habe, ist hier jetzt Kaskade, genau. Hier geht's hoch. Hier ist ein Trainer. Ja, das hole ich mir mal kurz eben. Ich habe mit einer Familie trainiert und mit jedem einzelnen Mitglied. Ich verliere gegen niemanden. Wie sie schon gerade gelernt haben, es gibt immer einen besseren. Da wechsle ich lieber. Ich wechsle mal auf. Fritze. Ich verwende es ja kaum bis gar nicht. Den Rest eigentlich. Funkensprung ist jetzt wirklich die einzige Elektroattacke.
okay. Damit muss ich wohl leben können. Wahrscheinlich. Oh, es trifft sogar. Mist. Mist. Naja. Zwei Doppelteam, die Attacke geht jetzt sowas von daneben. Genau. Ich spiel nochmal. Kampf und Sprung. Sorry, 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 sorry. Ja. Okay. Deswegen hasse ich Doppelteam. Du triffst einfach nicht ein einziges Mal. Doppelteam hätte wirklich eine Begrenzung von 2 Mal bekommen sollen. Dass dann einfach da steht, Doppelteam nicht mehr möglich auszuführen oder so. Was wird das denn? Kann das überhaupt was anderes? Danke. Danke. Echt nicht schlecht. Ehrlich. Tadapa. Ich versuche jetzt eher mehr die anderen Pokémon zu verwenden. Weil ja, mich nervt das auch selber, wenn man immer dasselbe Pokémon. Weil mich das selber nervt, wenn man immer dasselbe Pokémon einsetzt. Dieser Fehler fällt mir bei total vielen auf. Dass man nach Weil einen ganz normalen Satz, also einen ganz normalen Hauptsatz bildet. Aber ich mach's selber, aber ich versuche es zu verhindern. Deswegen korrigiere ich mich auch jetzt in Zukunft immer. Botenso. Blumenschelle. Sandgrab. Snake, hoffentlich reißt du jetzt was. Frag mich übrigens nicht, wie ich auf den Namen Snake gekommen bin. Ich weiß selbst, dass es keinen Sinn mehr gibt. Was hat das gerade eingesetzt? Ich hab's vergessen. Aber ist das nicht Typ Boden? Hm. Ich hätte auch Gewaltruhe einsetzen können. Bis hat es anscheinend eingesetzt. Jetzt stärker. Ich denke, Eisenschwert ist schon stärker. Als Stärke. Was? Es tötet mich ja fast. Stahl ist also nicht selektiv. Auch gut zu wissen. Danke. Ganz ehrlich. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Laubklinge müsste da reichen. Tenso besiegt. Jetzt hat er noch ein Pokémon, glaube ich. Noch ein Pokémon. Oh. Tanglist. Naja. Da habe ich nichts dagegen, außer halt das. Ich will halt Kyogre nicht wirklich so oft einsetzen. Es regnet weiter. Eisstrahl. Ich hoffe mal, dass es reicht. Es müsste schon reichen. Yep. Volltreffer sogar. Ich denke zwar, dass es ohne gereicht hat, aber ich bin mir nicht sicher. Besser als meine Familie? Ist es möglich? Hey, Snake entwickelt sich. Yay.
bam 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 bam. Und ein wunderschönes Vibrava. Glückwunsch. Vielen Dank. Feuer-Odem. Jetzt kommt die erste Drachenattacke. Darauf habe ich mich schon gefreut. Finterbiss. Eventuell zurückschrecken. Und mehr EP sind auch schon ein Faktor. Ich glaube, Vibrava und die Beltra lernen kein Fliegen, oder? Stellt es einsam in den Hyperheiler. Das war's dann auch mit dem Part. Es geht wieder um 15 bis 17 Minuten. Ich hoffe, die Länge geht so. Und also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.